Das ist das Ende des Tages. Aber fangen wir von vorne an. Bei Nächten in Geiranger setzen wir unsere Reise heute fort. Wir kommen gerade vom Dalsnipper, das ist der Hausberg, kann man sagen, ein richtig hoher Berg oberhalb von Geiranger.
Von dort aus hat man eine fantastische Aussicht, sofern das Wetter mitspielt. Heute hat es mitgespielt, es war kein blauer Himmel, aber die Sonne schien einigermaßen und der Blick runter nach Geiranger und zum Fjord und in diese tolle Winterlandschaft ist grandios. Wir haben ja mittlerweile zweite Dekade Juni und hier oben liegt noch jede Menge Schnee herum. So. Haben wir hier leckeres Brot aus Geiranger in der Bäckerei im Ort. Das ist mit Nüssen und mit Rosinen, wahrscheinlich auch mit Mandeln und Vollkorn. Das sieht total lecker aus. Und dazu gibt es natürlich die Molke Marmelade. Nur hier. Ganz, ganz lecker. Das wird was. Ein paar Kilometer weiter gerieten wir in eine Ansammlung historischer Volvo-Automobile. Auf der weiteren Strecke nach Lomm stoppen wir in Billingen. Holzhäuser, ein wilder Fluss, eine traumhafte nordische Landschaft. Mit der Stabkirche Lomm schauen wir zurück ins 12. Jahrhundert. Seit ihrem Bau wurde die Kirche vielfach erweitert. Wie üblich schützt der Teeranstrich gegen Witterungseinflüsse. Leider sind wir zu spät, um den Innenraum anschauen zu können.
kurzer Besuch am Campingplatz bei Sonja und Matthias von camperflower.de. Das Restaurant hat eine geschlossene Gesellschaft. Übernachten wollen wir hier nicht. Wir suchen und finden einen ruhigen Platz am See. Bordküche empfiehlt heute Abend Lachsfilet und gebratene Kartoffeln. Dazu gibt es einen schön gemischten Salat, Wasser und Wein und eine schöne Aussicht. Ja, so sieht das Essen dann auf dem Teller aus und der Teller auf dem gedeckten Tisch und der gedeckte Tisch im Van und der Van vor der Landschaft. So, aber jetzt posten wir erstmal, stoßen wir erstmal an.